So, wunderschöner Samstagabend, um genau zu sein, der 27. April. Ja, und wir sind heute nicht da, wo ihr uns erwartet hättet. Nein, wir sind gerade auf dem Weg nach Breckerfeld. Und zwar ganz genau zu unserem lieben Jojo. Der ist nämlich am Mittwoch 18 geworden. Tja, dann werden wir gleich mal ein bisschen die Party crashen, was? Also, Intro und dann sind wir schon da. Dabei, damit das Jojo-Spiel beherrscht. Und das ist die andere Hälfte von der Flasche. Geil! Mahlzeit! Prosit! Ja, der Wodka kommt da rein und dann nimmt sich was das Wodka-Service auf. Kennst du das nicht? Das ist lecker. Das ist total geil! Warum hat das was? Con los terroristas! Ja, ich würde sagen, das läuft. Wenn du auf Boden bist. Ah, ich suche was Besseres. Was hilft denn so gerne? Guck mal, die ganzen Bekloppten, alle hier. Alle auf einen Haufen. Ah, ich weiß was. Was haben Sie da geklaut? Ich habe nur meine leeren. Und sind leer. Das war zu richtig. Ehrlich. Und jetzt heißt es Gewicht halten. Und jetzt ist Zitrone dabei. Christian, nicht lachen. Ganz ehrlich, Chris, ja, du siehst ausnahmsweise mal intelligent aus. Bist du nicht Jenny von Applemore? Verdammt, wo ist die Klappe? Mach dir eine! Es gibt keine Klappe! Ah, dann eben so! Ich bin Joschne! Ich muss nicht umbringen!
94, dann bin ich jetzt 19 geworden. Ja, der 95! So, der hat ja bei mir auch vor kurzem so ein beklopptes Video gemacht. Der hat ja meinen müssen, eben eine Handynummer in die Kamera zu halten. Genau, Big Fleece. Und da habe ich das passende Lied für dich. Aus welcher Kiste hast du das denn ausgegraben? Das ist einfach aus den Top 100 aus dem Jahr 1995. Die wissen gar nicht, dass ich die Kamera habe. Diese Flaschen. Das zeige ich euch gerne Kamera. Ich werde sterben. Also ich hab deine Pickel. Ich hab einfach sein. Ich hab einen blauen Fleck auf der Nase. Ich hab Angst. Schlimm. Das tut voll weh. Lass weg. Was ist das denn? Was mit Digga? Ticketacke, Ticketacke. Es ist unglaublich. Wie sehr ich dieses Spiel hasse. Man muss es ja auch sehen. Wenn du immer die Würfel annimmst. Oh, ja, halt bitte die Fresse, Mann. Ich bin besoffen. Ja, ich trinke meinetwegen eine ganze Flasche, Alter. Aber. Entschuldigung, eine ganze Flasche. Da steht noch eine ganze Flasche. Das ist echt nicht witzig. So ein bisschen. So, ich habe irgendwas von Tapen gehört. Der Laternenfall ist schon da. Die ganze Brigade ist versammelt. Nein, der Laternenfall ist jetzt gerade frisch einbetoniert worden. Wunderbar. Siegesgeheule. Und jetzt muss der Akku leer gehen, nicht kurz. Arme weg. Vorsicht! Kein Problem. Schieb deine Füße ran! Schieb das mal scharf! Füße ran! Beine dran tapen! Beine dran tapen! Hast du geschrieben, Leute? Die Beine ausstrecken und dran! Meine Freunde, die deutsche Augenpartei bewilligt solche Aktionen! Die deutsche Augenpartei! Ein Hoch auf die deutsche Augenpartei! Hey, das ist wie! So nicht auf die Haare! Lauch? Ein Bild? Und tschüss. Du wirst heute siegreich sein, der Beste sein, weil der Zeit wird kommen, der Tag ist nicht mehr weit. In deinen Traum in dem Ohr, in der Liebe stellt sich der Gefahr. Ja, Jojo, das ist jetzt der Gute-Nacht-Vlog. Wir haben jetzt 3 Uhr 13 Minuten. Ist voll früh. Und was sagst du zu der Party, Jojo? Die war geil, aber es war zu schnell vorbei. Ja, wir haben viel zu spät angefangen, ne? Ich glaube, wir müssen das öfter machen. Ja, jederzeit. Ich muss nur sagen, wann? Spätestens, ne? Spätestens. Guck mal, da liegt. Also wir machen jetzt einfach mal einen Schwenk. Da ist die Tür. Da liegt die erste Matratze, die zweite, die dritte. Wir liegen auf dem Bett. Warte, du kannst noch nicht ausmachen. Ich bin noch nicht ganz rum. Da liegen Besoffene. Jojo, ich wusste, es kann wirklich alles. Es grinst mich in der Ecke da hinten an.
Apple-Kissen. Dieses komische rote Apple-Kissen. Das braucht ihr keine Sau. Nee. Na, ups, erstmal die Linse weg. So, ich lieg natürlich auch wunderbar jetzt schön im Bett. Oh ja, Jojo, zieh dich auf. Schatzi. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Aufstehen wieder. Wunderschönen guten Morgen. Kannst du nicht einfach einen Schuh nehmen und ihn gegen den Kopf schmeißen? Genau. Morgen. Es ist jetzt kurz vor Tod. Nee, das war na genau. Kurz vor Tod mit ungefähr 58. Und wir waren, glaube ich, um 4 Uhr im Bett, bis wir eingeschlafen sind, war es irgendwie um die 4. Ja, und die ersten Mal schon wieder um 6:30 wach. Daumen hoch, wenn ihr das auch so geil findet. Ich würde sagen, ich nehme meine Kamera am Kind mal nach nebenan, da soll er mal gucken. Kamerakind, beweg deinen Arsch da drüben und film die mal. Okay. Wir sind leider keine Menschen mehr, du musst was in die Kamera sagen. Der Morgen danach. Alle machen Aufstehvlogs. Außer ich. Das ist doch deine Kamera. Nein, das ist meine. Ich weiß nicht, er hat einen DJ-Mann. Mensch, ja. Hallo. Genau, du mach mal hier Matratzen-Meuchtbus-Belager. Jetzt mal ehrlich, und ihr glaubt, bei Apple Watch sieht scheiße aus? Also ich glaube, hier waren 25 Leute, die konnten alle schlafen. Ja, bei Apple Watch passt nur 3 Matratzen rein und einfach so zu machen. Tut meine Hüfte weh vom Umdrehen in der Nacht. Bei 6 Leuten wird es da schon knapp. Also ich glaube, wir haben ihn mehr geschafft. Aber immerhin mein Bein, ich kann da. Nico wacht auf, das muss man filmen. Alexa, wer ist Alexa? Hallo. Okay. Schatzi winkt den Zug. Fick dich. Ich hab gar nichts mehr mitbekommen. Warum liegen da Kondome neben einer Flasche Waldgeist? Ich finde, das sieht an der wilden Nacht aus. Was ist? Keine Ahnung, jetzt der gewaltige Pegin. Mit dir? Das war mich. Okay, aber mich hat nebenan geschlafen. Und die Kondome waren hier. Mmmh. Joel liegt auf Waren. Ja, alles klar. Genau, ich hab Jules Geschenk schon mal gemacht. Ich guck mal alle auf, dass wir jetzt essen können. Langsam. Essen? Was ist Essen? So, wir sind gerade bei den Dreharbeiten zu American Pie. Keine Ahnung, welcher Teil. Schuhtechnisch sind schon mal ganz viele Leute hier. Hey, ich lall ein bisschen. Schicke Springer. Guten Morgen an die versammelte Runde. Das ist das beste Frühstück, Chips. Chips? Ich hab was von Toastbrot mit Currysoße gehört. Ja, oder mit Curry mit Currysoße. Ja, Marmelade. Habt ihr denn alle schon das Tischgebet gesprochen? So, das Chaos selber haben wir ja leider nicht mehr auf Band. Aber ich würde mal sagen, es sieht noch recht ordentlich wieder aus. Tja, das war es dann gewesen von Julius 18. Und es war richtig geil. Wir waren auch ziemlich tot, wie man heute Morgen gesehen hat, auf der letzten Szene. Meine Güte, 4 Uhr morgens ins Bett. Die ersten schon um 6:30 wach. Irgendwann um 8:30 hat es mich dann, glaube ich, wach gemacht. Tja, jetzt gucken wir so auf die Uhr. Kurz vor 1, 10 vor 1. Also, es kommt mir viel später vor, aber doch, es war der Hammer. Jederzeit wieder. Und einfach mal gucken, wann wir die nächste fette Party dann steigen lassen. Ich bin raus. Viel Spaß noch und tschüss.